Hey meine lieben Freunde und Knechens, was geht? Willkommen zum Let's Show Sonntag. Heute zeige ich euch das Spiel Summoners War, was mir von Shadow King LP vorgeschlagen wurde. Ja, Summoners War ist so eine Art RPG, würde ich sagen, weil ich kenne diese Firma, die das Spiel hier produziert hat, also Come to Us. Und die stehen für gewöhnlich immer für RPGs und ja, das Spiel ist schon relativ alt eigentlich, wenn man das mal so bedenkt, für Handyspiele, 2014. Schon knackig. Fangen wir an. Und wir sehen der Mana-Kristall. Ein reiner Kristall mit furchterregender Macht. Der magische Krieg begann mit dieser mysteriösen Kraft. Dauerte Jahrhunderte an, um mit einer überraschenden Lösung der himmlischen Arena zu enden. Unter der Aufsicht des Rats der Magier wurden alle Streitigkeiten mit einem Kampf in der Arena beglichen. Den Siegern wurde gewährt, was ihr Herz begehrte. Die erste Regel der Arena war einfach. Nimm die Herausforderung an. Jene, die bereit sind, werden die Ehre des Sieges verdienen. War doch killer vorgelesen, oder? Ja, fand ich auch. So. Randome Kai ist der Name und ich denke nicht, dass der irgendwie vergeben ist oder so. Aber, guckt euch mal diese knackige Grafik an. Die ist ja knackig wie Arschsalat. Hui. Du hast es geschafft. Ich habe auf dich gewartet. Ich bin Elia und ich werde dir von nun an zur Seite stehen. Es ist mir eine Ehre und ich werde mein Bestes geben bis zu dem Tag, an dem du die Arena beherrschst. Wir waren alle unglaublich aufgeregt, weil Durant dich empfohlen hat. Übrigens, woher kennst du Durant? Wer ist das? Ich habe eine Nachricht von ihm bekommen. Lüg doch nicht so. Mein Freund, endlich hast du dich entschieden, der Arena beizutreten. Es freut mich zu hören, dass du unsere Truppen unterstützt. Die Zeiten sind hart, wie mein. Der Rat der Magier hat durchaus viele Hindernisse zu bewältigen. Die Arena muss beschützt werden, koste es, was es wolle, um Konflikte zu lösen und das Gleichgewicht zwischen stark und schwach zu wahren. Obwohl ich nichts dagegen hätte, wenn du dich bis dahin ganz nach oben durchschlägst. Aha. Aber so läuft es nun mal. Ich freue mich wirklich darauf zu sehen, was du dazu beitragen wirst. Es scheint, als würde Durant all seine Hoffnungen in dich legen. Ich bin wie eine Verrückte hin und her gelaufen, habe versucht, alles vorzubereiten, aber diesen Ort hier auf Vordermann zu bringen, wird keine leichte Aufgabe sein, aber ich glaube an dich. Na los, ich werde dir die Insel zeigen. Du brauchst Mana-Stein, um Magie einzusetzen. Dies ist der Mana-Teich. Dieser wundersame Teich zieht Mana ins Wasser. Du solltest oft herkommen, um Mana zu sammeln. Ja, okay. Oho. Als nächstes zeige ich dir den wichtigsten Ort. Summonhenge. Hier rufen die Beschwörer ihre Monster für den Kampf. Ich habe eine mystische Beschwörungsrolle. Wie wäre es, wenn du jetzt ein Monster beschwörst? Ich möchte deine Beschwörungsfähigkeiten sehen. Ich habe doch nichts gelernt. Achso, darf ich da draufklicken? Danke. Unbekannte Schriftrolle. Ja, dann klicke ich da mal wohl drauf, ne? Und dann auf Beschwören, das sagst du? Okay, mache ich das mal. Du kannst ein Monster mit 1 bis 3 Sternen beschwören, indem du unbekannte Schriftrolle verwendest. Beschwören. Wir sehen, da wird auch ein Monster beschworen. Und zwar eine Art Wolf oder so. Hi! Hallo! Höllenhund. Ja, wusste ich doch. Irgendwie so Wolf, Hund oder so. Ah, Höllenhund, der schnelle Angreifer. Deine Beschwörungsfähigkeiten sind wirklich beeindruckend. Und zwar so beeindruckend, wie alle sagen. Versuchen wir es diesmal mit etwas Stärkerem. Benutze einen Mana-Kristall, um eine mystische Beschwörung durchzuführen. Mit einem Mana-Kristall kannst du mächtige Monster mit mindestens 3 Sternen beschwören. Ich bin mir sicher, das wird ein Kinderspiel für dich. Normal. Ich meine, ich klicke auf 2 Tasten und dann wäre es das, nicht wahr? Ich denke schon. Beschwören. Ja, beschwöre es! 3 bis 5 Sterne, okay. Mal gucken, wie viele Sterne es werden. Ich denke mal, es werden 3, weil Tutorial. Oh, eine magische Fee. Na? Eine Level 1 Fee. Und die hat krass viele HP, Alter. Schaut mal. Läuft. Wow, das war einwandfrei. Es gibt eindeutig nichts mehr, was ich dir über Beschwörungen beibringen könnte. Als nächstes gibt es noch das Tor der Dimensionen. Sollen wir? Du kannst dich durch das Tor der Dimensionen zu Kampfgebieten teleportieren lassen. Die für Dimensionssprünge benötigte Energie wird ebenfalls hier generiert.
Ich habe einen Übungskampfplatz im nahegelegten Wald von Garen vorbereitet. Garen aus LOL? Nein, einfach nur Garen. Okay, okay. Hab nichts gesagt. Jetzt, da wir unser Monster beschwört haben, wie wäre es mit einer kleinen Aufwärmung? Neues Gebiet öffnen. Wald von Garen ist jetzt freigeschaltet. Dann wollen wir mal kämpfen. Ich meine, wir beschwören einfach so Monster und kämpfen einfach so. Nein, ist natürlich wegen der Story, die wir eben erzählt bekommen haben, so. Aber okay. So, dann schmeißen wir mal unsere Fee in den Kampf und den Höllenhund. Das Ganze geht gegen diese beiden Trupps. Berühre einen Feind während eines Autoangriffs, um deinen Angriff auf ihn zu konzentrieren. Oh. Ist das so eine Art rundenbasiertes RPG? Ja. Ja, ja, ja. Erinnert mich gerade so ein bisschen an das Let's Show, was ich in Part 50 gemacht habe zu Battlehand. Das ist genauso ähnlich. Es ist nur zur Übung, also kein Stress. Fangen wir an. Daher ändert sich je nach Attributbeziehung. Oh, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich vollkommen auf fair und greife ihn an, indem ich auf ihn touche. Okay. Mit der Fee sollten wir nicht den rechten angreifen, heißt, wir greifen mal den linken an. Oh, und der macht mehr Schaden als der Höllenhund, ist aber auch klar. Das heißt, der Fee. Während des Tutorials kannst du deine Kämpfe nicht aufgeben. Oh, das ist natürlich schade. Hä? Doch, kann ich wohl. So, weg damit. Nein, das wäre ein bisschen unfair, nicht wahr? Naja, wollen wir aber nicht so sein. Oh, kann ich dich... Oh, wir können das... Ah, wir können es berühren, um es aufzusammeln. Okay, gut. Victory! Und das war total easy. Grafisch aber trotzdem für 2014 recht cool. Muss ich sagen. Und eine Truhe haben wir bekommen. Hey. Eine Beschwörungsrolle mit unbekannter Energie. Sie beschwört ein Monster zwischen 1 und 3 Sternen. Ah. Unglaublich, das war viel zu leicht für einen Beschwörer wie dich. Oder besser gesagt, du hast das Training gar nicht gebraucht. Wir haben eine neue Beschwörungsrolle erhalten. Heute scheint unser Glückstag zu sein. Welches Monster wird mit dieser Rolle beschwört? Oder beschworen? Heißt es nicht beschworen? Naja. Gehen wir zurück und sehen nach. Wir gucken mal. Und sehen. Diesmal skippen wir es, weil das ist irgendwann langweilig. Vagabund! Hi! Ein 2-Sterne-Krieger. Ah, diesmal ist es ein Vagabund mit Windattribut. Das macht 3 Monster mit verschiedenen Eigenschaften. Jetzt kannst du die zyklischen Beziehungen der Attribute im Kampf anwenden. Attributsbeziehungen. Feuer ist stark gegen Wind. Wind ist stark gegen Wasser. Und Wasser ist stark gegen Feuer, logischerweise, ne? Cool. Wasser besiegt Feuer und der Rest ist willkürlich. Ah, das habe ich fast vergessen. Durant hat mir etwas hier gelassen. Das ist eine magische Rune, die du deinen Monstern eingravieren kannst. Sie enthält Macht, die dein Monster stärker werden lässt. Oh, sag an. Ah, ich bin eine nackte Fee. Oh, hi. Dann wollen wir mal diese Energierune nutzen, nicht wahr? Und sie bringt 3 Angriff mehr. Also Attack, ne? Das ist klar. Ich glaube, ihr kennt alle dieses RPG, rundenbasierte RPG. Und diese ganzen Werte und Wertigkeiten dafür, ne? Ich glaube, ihr kennt das. Großartig. Die Runenmagie hat gewirkt. Kannst du den Unterschied erkennen? Das ist noch nicht alles. Du kannst die Runen auch für Aufwertung benutzen. Versuchen wir es diesmal mit einer Runenaufwertung. Hi. Aber man kann die Rune, die man eingesetzt hat, noch aufwerten. Das ist natürlich cool. Dann werten wir sie mal auf. Und das kostet 100 Mana-Kristalle. Eigentlich gar nichts, ne? Wow, du bist Naturtalent. Du kannst auf Knöpfe drücken. Das kann sonst keiner. Ich wusste, du kannst es schaffen. Gute Arbeit. Wusstest du, dass alle Runen in Sets unterteilt sind? Sie werden stärker, wenn du alle Runen eines Sets gesammelt hast. Es wäre nett gewesen, wenn Durant uns das komplette Set gegeben hätte. Es heißt, ein Monster sei nur so mächtig wie seine eingravierte Rune. Naja, dann müssen wir sie wohl erst selbst einsammeln. Jetzt brauchen wir das Aufwertungshexagramm. Du brauchst eins, um deine Monster aufwerten zu können. Mithilfe des Aufwertungshexagramms können deine Monster aufleveln und aufgewertet werden. Bist du bereit, diesmal ein Gebäude zu beschwören? Du brauchst nicht nervös zu werden. Ich würde aber sagen, meine lieben Freunde und Kaninchen, wir haben erstmal genug gesehen. Man kann ganz einfach sehen, das ist ein rundenbasiertes RPG und recht cool sogar. Gefällt mir, ne? Ist kostenlos im Google Play Store zu bekommen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr es euch runterladen.
Ich denke, das kann ein cooles Spiel werden. Ist jetzt zwar nicht so RPG-mäßig, wie ich dachte. Man läuft nicht durch Welten, man hat nur dieses rundenbasierte Kämpfen. Aber auf jeden Fall dazu. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Let's Show. Wenn ihr ein Spiel habt, was vorgeschlagen werden soll, könnt ihr ruhig vorschlagen und dann wird's hoffentlich mal genommen, nicht wahr? Hoffentlich. Bis dahin, haut rein, ciao.